Ein weibliches Rentierbaby ist derzeit die Attraktion im Tierpark Cyberburg. Sirka ist jetzt eine Woche alt und putzmunter. Das Rentiermädchen ist noch ein wenig wackelig auf den Beinen, folgt seiner Mutter Ethne jedoch auf Schritt und Tritt. Die Hirschart aus dem hohen Norden ernährt sich hauptsächlich von Flechten, Moosen und den Zweigen der Laubgehölze. Kälber wie Sirka trinken rund 6 Monate lang Milch. Die kleine Rentierherde im Tierpark wird von Uwe und Brigitte Kunze betreut. Auch anderen Menschen gegenüber zeigen die Tiere kaum Scheu. Die ständige Nähe zur Mutter ist für Rentierkälber überlebenswichtig. In ihrem natürlichen Lebensraum gehören sie zu den Beutetieren von Wolf, Vielfraß und Steinadler. In 12 Monaten wird Sirka ausgewachsen sein und Ethne zu ihrem Jungen auf Distanz gehen. Die Rentierhaltung hat Tradition in Cyberburg. Landgraf Wilhelm IV. Machte dem Mauerpark im 16. Jahrhundert einige Tiere zum Geschenk.